Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Wir sind hier heute bei Triumph in Malaga und ich darf die Scrambler 400X 2024er Modelljahr Probe fahren. Und hier ist sie jetzt erhältlich in drei Farben. Wir haben das Schwarz erwischt. Das ist dann, denke ich mal, auch das preiswerteste Bike von Triumph. Und zwar 6.095 plus um die 150 Euro auf der Straße, also für Zulassung und so weiter. Und so wie ihr sie hier seht, oh Gott, ist das schwer, wird sie dann auch ausgeliefert. Das heißt, alles Zubehör oder wie auch immer, was ihr hier seht, ist Standard. Die Handprotektoren, das kleine Kissen hier vorne, damit man schön während der Fahrt schlafen kann. Ja, das ist mir natürlich auch ein bisschen Offroad-mäßig hier. Da, ihr wisst ja, das ist ja nicht so für mich, aber ich stelle sie euch halt trotzdem mal vor. So, los geht's. Die Sitzhöhe ist 835 mm. Ich bin 1,75 m, ist jetzt schon wieder so auf den Zehenspitzen tippeln. Ist jetzt nicht so ganz so mein Ding für den sicheren Stand, aber es geht gerade noch so, sagen wir mal. So, wir haben einen Zylinder hier, das heißt, der wird sicherlich ein bisschen lauter sein, schätze ich mal. Ja, yeah. Also wir sitzen hier auf der preiswertesten Edition, denke ich mal. Ich bin jetzt nicht so ein Triumph-Spezialist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Na, der hat ja auch eben einen geilen Schlenker gemacht. 6.095, klar, wenn man es jetzt wieder mit den Chinesen vergleicht, kann man natürlich nicht. Dann sieht der natürlich alt aus, aber trotzdem, ja, vielleicht noch ein ganz akzeptabler Preis, sage ich mal. Ja, ist ein Scrambler, der Sitz ist etwas weicher, ist aber auch jetzt nicht so sofamäßig, also nicht ganz so weich. Ja, das ist ja schade wieder hier. Da hätten sie doch diesen großen Zeiger als Drehzahlmesser nehmen können, so richtig alt, klassisch. Und da haben wir so einen mickrigen kleinen Drehzahlmesser da unten. Das finde ich jetzt nicht so schön. Oder schade, sage ich mal. Weil da hätte man vielleicht, naja, okay, die Geschwindigkeit kann man natürlich nicht als Balken anzeigen lassen. Aber naja, okay, das wär jetzt so meine Priorität gewesen. Wir haben für den Blinker, nur mal so als Info für euch, ja, für den Blinker haben wir leider nur eine Leuchte, eine Kontrollleuchte, die zeigt links und rechts an, also nicht, ob wir links oder rechts blinken. Den Gang, der ist relativ groß und gut zu erkennen hier. Der hat auch relativ viel Drehmoment.
habe ich gelesen. Das heißt, also wir haben ja 40 PS und bei 8000 Umdrehungen wohl und wir haben 37,5 Newtonmeter. Ist ja ganz anständig. Kommt ja schon fast in die Nähe von den 500 dann von Honda. So, wir haben 19 Zoll Reifen vorne. 17 Zoll hinten. Ja, was ich auch merke hier, die Fußstützen, die sind auch so ein bisschen im Weg, wenn man seine Füße runter machen will. Ich glaube, das ist mir damals auch schon bei der Speed Triple, oder die ich glaube so hieße, oder Street Triple, Street Triple, da ist mir das glaube ich auch schon aufgefallen. Das ist wahrscheinlich so ein Triumph-Ding. Ja, so erster Eindruck. Man muss sich natürlich ein bisschen hier an das Fahrverhalten, an das Gas. Das Gas ist auch relativ aggressiv, sage ich mal. Also da ist 0 und 1 wieder hier. Da ist wenig dazwischen oder gar nichts, möchte ich sagen. Ja, ihr merkt es schon, das hoppelt hier wie Wahnsinn. Das ist schade. Das hätte man sicherlich irgendwie ein bisschen besser dosieren können, denke ich mal. Ganz gut weg hier. Im vierten Gang dann auch schon ziemlich starke Vibrationen im Sitz. Aber das ist ja wohl einzylinderspezifisch. Die Sitzposition ist relativ aufrecht oder eigentlich ist sehr aufrecht. Wie gesagt, ich bin 1,75 Meter. Wie lang meine Arme sind, kann ich euch leider nicht sagen. Aber wenn ich jetzt so hier drauf sitze, würde ich schon sagen, dass man da gerade drauf sitzt. Und die Spiegel sind, ja, rund, finde ich gut. Man kann eigentlich alles sehen. Also die sind ziemlich weitwinklig. Ist kein Problem. Man kann sich hier gut an den Tank schmiegen. Das kann man auch. Es fühlt sich alles gut an. Die Bedienelemente jetzt so vom Aussehen sind so ganz leicht angeraut. Macht auch einen sehr guten, sehr hochwertigen Eindruck, muss ich sagen. Obwohl der Schalter hier nicht so. Aber hier auf der Seite, dieses Rot hier. Das hätten sie auch irgendwie rau machen sollen. Das fällt so ein bisschen raus, muss ich sagen. Aber sonst prima Sache, sage ich mal. Und so vom Motor bin ich jetzt auch nicht so negativ hier. Bin ja auch schon einige Einzylinder gefahren. Und da hat mir das ja immer nie gefallen. Mir das nie gefallen. Klar, ist ein Zylinder, aber trotzdem, also der klingt eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Triumph hat mich ja bisher immer nicht ran, hat mich ja bisher immer nicht drauf gelassen. Die haben ja anscheinend immer sehr viel Angst um ihre Bikes oder so. Ich bin ja mal in Marbella was Probe gefahren, aber das hat auch alles nicht so richtig toll geklappt. Aber jetzt hoffe ich endlich mal, dass ich hier eine etwas bessere Zusammenarbeit habe mit Triumph in Malaga. Ja, im Stand klar, Nähmaschine ein bisschen. Aber es geht eigentlich. Also es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Vom Display her, klar, ich will mal sagen Drehzahlmesser hier, aber ist ja der Tacho. Der Tacho ist groß, gut zu erkennen, wie gesagt, andersrum oder nicht andersrum, aber in anderer Art und Weise hätte ich es mir besser vorstellen können, dass ganz groß der Drehzahlmesser ist. Jetzt haben wir ganz klein als Balkeneinzeige hier den Drehzahlmesser, finde ich jetzt schon fast nutzlos, muss ich sagen. Schon fast nutzlos, da haben ja andere Roller einen größeren Drehzahlmesser.
Display, LC-Display, kann ich auch nicht meckern. Klar, ist jetzt natürlich, aber irgendwie passt das natürlich in den Stil rein. Ja, also so könnte ich mir auch schon wieder, also ich habe jetzt im Moment nichts zu meckern dran. Könnte ich mir auch so vorstellen, jetzt wieder mal mein üblicher Spruch. Obwohl ich ja sowas nicht brauche, mit X, besonders nicht mit X, obwohl ich ja auch ein X habe. Jetzt so auch vom Aussehen, naja, okay, hinten der Auspuff, es geht. Bei den größeren Scramblern, da sieht der Auspuff natürlich noch um einiges schicker aus. Aber es geht, sag ich mal. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, hier auch so, ja, wenn ich eine Sammlung hätte, dann könnte ich mir das auch vorstellen, das Ding in die Sammlung zu packen hier. Ja, naja, doch, eine Sache fällt mir jetzt gerade wieder auf hier, wenn man im Kreisverkehr ist. Natürlich dieses rucklige Gas. Also das sind so eine Sachen, die eigentlich schon ziemlich wichtig für mich sind. Weil das ja auch so den Fahrkomfort betrifft. Und wenn man da in der Stadt so erster, zweiter Gang und die ruckeln ja sowieso immer schon ein bisschen. Und dann auch noch das rucklige Gas ist natürlich nicht so schön. Das wäre natürlich eine Sache, die mir jetzt nicht so gefällt. Aber ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht. Natürlich kann ich da schlecht beim Händler fragen, weil die einen ja auch meist nicht so richtig die Wahrheit sagen. Die wollen die Dinger ja nur verkaufen. Ob man so ein ruckliges Gas, das ist ja wohl auch ein elektronisches, wie ich das verstanden habe, ob man das einstellen kann. Ob man das irgendwie ein bisschen strecken kann oder unsensibler oder wie sagt man, unempfindlicher machen kann. Und der ganze Stil hier so, ja, die sind auch ziemlich massiv, muss ich sagen, hier diese Handschutze oder Windschutze. Windschutze. Und ziemlich massiv. Hinterlässt auch einen guten Eindruck. Ja, auch so hier bei 100 oder so macht auch einen guten Eindruck. Jetzt allerdings bei 80 so, vorhin hatte ich ja gesagt, im Sitz, vierter Gang hier wieder, bei 80 so. Dann auch Vibrationen in den Fußrasten hier, kleine Fußmassage. So für Landstraßen und so auf jeden Fall sehr gut geeignet. Macht Spaß, hat genügend Power. Ja, jetzt kommt wieder ein zweiter Gang hier statt bei 30, ziemliches Wackeln des Gases hier, 0 und 1 habe ich hier. Da kann ich irgendwie fast nichts dazwischen machen. Entweder aus oder ein. Aus oder ein. Ja, das ist so, denke ich mal, der einzige Kritikpunkt. Nachher schauen wir mal im Walkaround, ob mir da noch irgendwas auffällt. Und was ich auch noch gelesen habe, was ja auch vielleicht nicht ganz unwichtig ist in der heutigen Zeit, ja, Benzinverbrauch auch, aber was ich auch gelesen habe, dass, glaube ich, die Serviceintervalle oder das erste Serviceintervall, also mal abgesehen vom Ölwechsel, wahrscheinlich nach 1000 Kilometern, aber das erste Serviceintervall ist wohl nach 16.000 Kilometern. Ich weiß jetzt nicht, 16.000 Kilometer oder ein Jahr. Ist ja, war ja bei meiner Honda auch so, wo ich dann natürlich, oder 12.000 Kilometer war ja bei mir, wo ich dann doch schon nach einem Jahr dann musste und nicht nach 12.000. So, heute sind wir hier mal mit der Triumph Scrambler 400X. Ja, erstmal herzlichen Dank an Triumph in Malaga für diese Probefahrt hier, dieses neuen Bikes. Gab es ja bisher noch nicht von Triumph, jetzt im Modelljahr 2024 ganz neu. Ich denke mal, zumindest zu einem relativ attraktiven Preis, also wenn man Triumph kennt, sage ich mal, 6.095 Euro plus 150 Euro Zulassung oder so. Also ein ganz guter Deal, denke ich mal. Mein Vorabfazit sehr positiv. Jetzt erstmal noch ein bisschen Bedienelemente und Display. Auf der linken Seite haben wir dann erstmal die Kupplung, den Kupplungsgriff. Das ist für eine drehmomentunterstützte Kupplung, wie ich gelesen habe. Dann haben wir hier den Lichtschalter für den Zeigefinger. Finde ich immer sehr schön und sehr ergonomisch. Das heißt, normalerweise haben wir halt das Abblendlicht. Dann, wenn wir es auf Fernlicht einfach nur nach vorne drücken
Und wenn wir das dann zu uns ranziehen, haben wir die Lichthupe. Sehr, sehr praktisches Feature. Finde ich, ist zwar nur eine kleine Sache, aber finde ich an den anderen Bikes und an dem hier natürlich immer wieder toll, dass auf sowas geachtet wird. Dann haben wir den normalen Lichtschalter hier für Abblendlicht und Fernlicht. Dann haben wir hier den Infoschalter, der ist fürs Display, da kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir den Blinkerschalter, funktioniert auch alles wunderbar. Qualität, finde ich, ist eine sehr gute Motorradqualität hier von den Kunststoffen. Dann haben wir hier die Hupe. Dann kommen wir zur rechten Seite, also in der Mitte haben wir dieses wunderbare Kissen hier. Da können wir uns anlehnen und ein bisschen schlafen während der Fahrt. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gasgriff, der für meine Verhältnisse sehr ruppelig und ruckelig funktioniert. Nur 0 und 1 finde ich jetzt nicht so gut. Dann haben wir eine sehr gut verzögernde große vordere Scheibenbremse. Wir haben einmal den Notausschalter hier. Wir haben den Warnblinkleuchtenschalter hier und wir haben den Starterschalter hier. Zum Starten müssen wir die Kupplung wohl gedrückt halten, so wie ich das verstanden habe. So, dann kommen wir schon zum Display. Das ist für meine Begriffe irgendwie ein bisschen verwirrend. Wahrscheinlich, wenn man das vor 30 Jahren gesehen hätte, hätte man sich gefragt, warum ist das nicht irgendwie andersrum? Wir haben einen sehr großen Anzeiger hier oder Anzeigezeiger-Instrument und zwar, das ist der Tacho. Da hätte ich jetzt gedacht, das ist natürlich der Drehzahlmesser. Das wäre natürlich schick gewesen, weil die ja alle heutzutage wegfallen mit der im Zuge der Digitalisierung. Dann eingebaut, sehr schick, ein LC-Display. Kann man natürlich sehr gut ablesen in der Sonne. Wir haben auf der linken Seite hier die Ganganzeige. Dann haben wir in der Balkenanzeige die Drehzahl. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig und auch ziemlich nutzlos, muss ich mal sagen. Dann haben wir auf der rechten Seite sehr groß oder relativ groß den Kilometerstand bzw. Trip und so weiter. Er wird auch angezeigt, ob der Seitenständer ausgefahren ist. Wir haben eine Uhrzeit. Darunter drunter haben wir noch den Kraftstoff. Ich drücke jetzt mal auf die I-Taste hier am linken Lenkerende. Und was können wir da umschalten? Wir haben einmal den Trip. Wir haben Trip 2. Wir haben den aktuellen Verbrauch, Kilometer, Liter. Wir haben den Durchschnittsverbrauch Kilometer pro Liter. Wir haben sogar eine Reichweite hier. Finde ich sehr, sehr schick. Sowas gefällt mir. 150 Kilometer. Die Traktionskontrolle können wir hier ein- und ausschalten. Und wir können in den Modus Offroad schalten. Das heißt wahrscheinlich, dass ABS ausgeschaltet wird bei Set. Weiß ich nicht, da will ich nicht reingehen. Ich will mich da jetzt nicht verfummeln. So, dann kommen wir noch schnell zum Fazit. Das fällt hier bei der Triumph Scrambler 400X 2024 Modelljahr für mich sehr positiv aus. Wir haben einen Einzylinder, okay, Einzylinder, ja, aber so vom Sound und so weiter gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Von den Vibrationen allerdings, ist wahrscheinlich Einzylinder bedingt. Da haben wir denn doch schon teilweise im Sitz bzw. in den Fußrasten relativ starke Vibrationen, aber es ist ein sehr, sehr schönes, fahrbares Bike, hat mir sehr gut gefallen. Wir haben vorne 19 Zoll, hinten 17 Zoll Reifen. Dieser ist ja nur ein bisschen mehr hier fürs Gelände gedacht. Der Sitz ist, er sieht sehr plüschig aus, er ist aber relativ, also er ist so mittelweich, sage ich mal. Er ist nicht hart, aber er ist auch nicht so weich, wie er aussieht. Haben anscheinend da auch einen sehr schönen Sitz. Ähnliche Bauart für den Sozia, die Sozia. Das Gesamtpaket gefällt mir wirklich gut, obwohl vielleicht natürlich für meinen Einsatz wahrscheinlich diese Speed 400 oder wie sie heißt, auch der
die praktisch das Gegenstück, also was mehr für die Straße gedacht ist, was kommt wohl auch in 2-3 Wochen hier beim Händler, vielleicht kann ich sie auch noch mal euch vorstellen. Die wäre wahrscheinlich eher für mich geeignet. Die ist auch hier von der Sitzhöhe relativ hoch schon für mich, 835. Ich bin 1,75 Meter und da hat man natürlich dann nicht mehr so einen ganz tollen Stand. Und wenn man dann natürlich jetzt noch im Gelände wäre, dann ist es natürlich bei Schotter und so weiter dann so ein bisschen nicht ganz so einfach, denke ich mal, den Stand da zu behalten. Es hat alles gut funktioniert, Kupplung hat alles gut funktioniert, die Gänge sind gut reingegangen, obwohl das eine ganz neue Maschine hier ist, hat mir alles sehr gut gefallen und deshalb, ja, alle Daumen, die ich habe, nach oben. Und wie gesagt, zu dem Preis, Einstiegspreis hier für Triumph, finde ich eine ganz tolle Sache. Also eine Empfehlung von Motofuzzi hier, zwar kein Roller, eine 400er Maschine von Triumph. Sehr tolles Ding, gefällt mir gut, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war euer Motofuzzi. Bis dann, ciao, ciao.